Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024. Ich wünsche dir erstmal ein ganz frohes neues Jahr, viel Gesundheit, ganz viel Erfolg und viel Spaß bei diesem Video. Das ist unser erster Wochenausblick für 2024 und wir kümmern uns hauptsächlich um fünf Märkte, die da sind: DAX, Dow Jones, Bitcoin, Euro, US-Dollar, Gold und Öl. Wir schauen uns jetzt die einzelnen Märkte an. Viel Spaß dabei. Hier sind wir jetzt direkt Dow Jones und die Vorgehensweise ist wirklich jetzt Analyseplattform, ein Markt, runter auf die Handelsplattform, wieder auf die Analyseplattform, nächster Markt und wieder runter auf die Plattform und so weiter und so fort, bis wir die fünf Märkte durch haben. Und sehen wir im Dow Jones, wir sehen einen übelst starken Aufwärtstrend im Dow Jones. Ja, der ist seit mittlerweile, ja, wie viel sind es denn jetzt? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen intakt. Und man kann es gar nicht anders ausdrücken. Es ist ein Aufwärtstrend. Punkt. Wir sehen aber auch, dass es ja so Richtung Mitte Januar, dass es saisonal Einbrüche geben kann. Ja, wir sind nach wie vor im Aufwärtstrend. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, diesen Markt im Moment auch zu shorten. Man sieht auch, selbst wenn das Sentiment sehr, sehr bullisch ist, also dass trotzdem der Markt weiterhin die Kraft hat zu steigen. Wie lange das noch der Fall sein wird, man weiß es halt nicht. Und dazu gehen wir jetzt mal runter auf den Dow Jones, gehen jetzt hier auch nochmal auf den Tageschart. Ja, wir haben jetzt hier unseren Indikator mit drinne, der zeigt uns immer wieder mögliche Long-Einstiege an. Und was halt hier auffällig ist, die Long-Einstiege kommen immer erst dann, nachdem eine Korrektur stattgefunden hat. So, und das ist jetzt das, auf das wir hier spekulieren müssen, beziehungsweise warten müssen. Ja, das heißt, da brauchen wir ein bisschen Geduld. Wenn wir uns mal anschauen, wie diese Signale hier zustande kommen, gehen wir aufs 4-Stunden-Chart runter und da sehen wir halt, dass wir im Endeffekt jetzt erstmal wirklich solche, ja, Short-Signale benötigen oder auch vielleicht mal eine längere Korrektur, die über 2, 3 Tage läuft, um dann eventuell wieder, wenn er noch intakt ist, in den bestehenden Aufwärtstrend uns einzukaufen. Aber jetzt ist im Moment einfach ein Stück weit warten angesagt, ja? Weil am besten kommt man einfach in diese Trades rein, wenn man die Korrektur abwartet und sich dann ja aus dieser Korrektur heraus wieder der Aufwärtsbewegung ergibt, so dass wir trendkonform handeln, antizyklisch aus der Korrektur heraus natürlich, aber auch dann noch mit in Richtung der Saisonalität und möglichst gegen das Sentiment. Ja, das wären die optimale Voraussetzungen. Und so, nächster Markt, DAX, sehr, sehr ähnliches Bild, wobei hier die Stärke der letzten Wochen nicht ganz so extrem stark ausgeprägt war, wie zum Beispiel im Dow Jones. Also hier Dow Jones war wirklich extrem stark, DAX auch stark, aber nicht ganz so stark. Man sieht aber auch, dass hier die Saisonalität dem Dow Jones sehr, sehr ähnelt. Ja, also auch hier absoluter Aufwärtstrend. Im Moment würde ich Ähnliches anschlagen wie auch im Dow Jones. Also hier sehr, sehr vorsichtig zu agieren und wirklich eine bessere Korrektur abzuwarten, um dann hier erneut Long einzusteigen. Ist also ähnliches Bild wie im Dow Jones, aber aktuell auch nichts zu tun, außer abzuwarten, bis wir wieder diese Phase rot-blau bekommen, also ein roter Korrekturabwärtsverkauf und dann im Endeffekt aus der Korrektur heraus wieder nach oben zu gehen. Nächster Markt. Schauen wir uns mal die Währungen an. Der Euro ist ja auch wieder, ja, sehr, sehr gut zurückgekommen. Hier haben wir allerdings ein sehr, sehr starkes Phänomen jetzt, was wir ganz häufig im Januar beobachten können. Und das ist, dass im Januar Euro gegenüber dem US-Dollar oft schwach ist. 2022 auf 2023 hat man hier die Situation, dass man auch im Januar, dann etwas später im Januar, aber dass dort auch dieser Abverkauf dann eingesetzt hat. Ja, auch hier besteht jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass die Korrektur einsetzen könnte. Muss aber nicht sofort sein. Wir sind hier tatsächlich auch im Aufwärtstrend. Ja, hier baut sich das Sentiment gerade schön ab. Das heißt, hier werden wir vielleicht in den nächsten 1, 2 Handelswochen tatsächlich ein negatives Sentiment erleben. Und diese negativen Sentiments, die sind immer extrem gut, vor allem wenn wir im Aufwärtstrend uns befinden. Ja, wenn die sehr, sehr tief kommen, dass dort sehr gute Möglichkeiten bestehen, dann in einem Aufwärtstrend den Euro hier auch zu kaufen. Das heißt, ideales Szenario wäre auch hier jetzt tatsächlich ein bisschen Dämpfer auf den Euro. Muss jetzt nicht direkt eine absolute Trendumkehr sein, sondern einfach ein bisschen ein Dämpfer, vielleicht noch ein bisschen zur Seite,
sentiment-tief. Ja, das heißt, dass wir wirklich da draußen schon wieder alle den Euro am Boden sehen, die Parität ausrufen. Das ist dann sehr, sehr häufig eine ganz, ganz gute Situation, dass wir hier gute Kaufpreise bekommen können. Nochmal reingucken im Euro. Nehmen wir den auch nochmal auf den 4-Stunden-Chart. Ja, hier sieht man jetzt auch schon schön, wie jetzt die Abwärtsbewegung anfängt. Das heißt, wenn wir jetzt auch hier diese Abwärtsbewegung ein bisschen fortsetzen, was Ähnliches bekommen wie hier, wäre eine ideale Situation jetzt nochmal auf den Euro Long. Das heißt, Trend nach oben, Saisonalität ist noch nicht gekippt. Das heißt, besser ist natürlich, wenn der Trend schon gekippt ist und dann die Saisonalität einsetzt. Das heißt, wir schauen nach wie vor nach Long-Signalen, sind uns aber bewusst, dass der Euro saisonal im Januar ein bisschen schwächer sein kann. Aber da sich noch nichts gedreht hat, bleibt man noch auf der Long-Richtung stehen und kommen wieder im Endeffekt antizyklisch aus dieser Nummer heraus, indem wir jetzt abwarten, bis die Korrektur tatsächlich sich ausgebildet hat und dann so eine schöne Trendumkehr dann wieder sehen, wie wir es hier Anfang, ja, oder Mitte Dezember gesehen hat, wo man da wunderbar den Euro kaufen konnte, oder auch von hier unten weg. Also wirklich schöne Bewegungen. Natürlich gibt es dann, wird auch Fehlsignale geben, keine Sorge. Aber ja, auf solche Situationen müssen wir warten im Endeffekt. Also auch hier läuft gerade relativ gut an, dass wir die Korrektur sehen. Wir müssen geduldig bleiben, abwarten, bis wir ja ein bisschen was Rotes sehen und dann im Endeffekt den Wechsel wieder auf Richtung Blau uns anschauen und dann müssen wir da sein oder können wir da sein und können dann versuchen, hier eine Position aufzubauen. Gut, dann gehen wir mal weiter in die Welt der Kryptos und schauen uns den Bitcoin etwas näher an. Der Bitcoin, ja, Bitcoin ist extrem stark. Bitcoin bekommt dann jetzt auch demnächst wieder so Mitte Januar an mit dem nächsten Kaufzeitpunkt absoluter Aufwärtstrend. Gibt keinen Grund für mich, den Bitcoin hier auf der Short-Seite zu sehen im Moment, auch wenn es hier ein bisschen hakelt. Ja, das ist eine normale Korrektur. Also wirklich kein Grund hier, den Bitcoin irgendwie von der Short-Seite her zu betrachten im Moment. Frühestens dann ab März könnte es ein bisschen kritischer werden, da ist saisonal so ein kleines Loch. Ja, idealer Kaufzeitpunkt wäre natürlich hier sowas, wenn wir sowas sehen würden. Hier Sentiment total am Boden. Ja, also wirklich alle verteufeln den Bitcoin, aber er ist noch im Aufwärtstrend. Dann so in den unteren Drittelbereich, so unter 30 hier runter zu fallen, das wäre natürlich eine ideale Situation, um dann wirklich einen längerfristigen Trade auch aufzubauen, der dann vielleicht über mehrere Wochen geht. Das ist so wie jetzt hier. Ja, also auch hier im Bitcoin sieht man das jetzt sehr, sehr schön. Also da ist die Signallage eigentlich am weitesten fortgeschritten. Hier sind wir nämlich in dieser Korrektur und ihr seht auch diese Whipsaw-Geschichte, ja, dass es tatsächlich immer Möglichkeiten gibt, dass dann der Markt natürlich auch von der Volatilität oder von der Band, also Bitcoin ist extrem volatil, ne? Das ist völlig klar. Wir sind ja auch, das sind auch solche kleine Bewegungen, sind immer gleich Hunderte von Dollar, ne? Also muss man sich bewusst sein, natürlich in diesem Markt. Was hier sehr schön aussieht, ist, dass wir hier in dieser Korrektur bereit sind. So, und wenn wir diese Korrektur verlassen und dann wieder diese, sage ich mal, diese Strukturbrüche sehen in die Kaufrichtung rein, das sind dann Ideen, wo man sagt, okay, jetzt können die Reise tatsächlich weitergehen. Und wenn man dann mal auf dem Wochenchart schaut, wo der Coin herkommt, dann sind die All-Time-Highs noch 20.000 Dollar entfernt. Und da ist extrem viel Luft noch nach oben, also über 60% Potenzial bis zu den letzten All-Time-Highs. Wenn er das wieder erreichen wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber sollte das so sein, haben wir hier ein extrem gutes Potenzial und haben wir auch die Möglichkeit, dann eventuell diese Woche sogar schon wieder ein Signal zu bekommen, dass es neu reingeht. Aber das müssen wir, wie gesagt, abwarten und dementsprechend ja, auch geduldig sein, so wie bei den anderen Märkten auch. Also es ist jetzt nur ein Ausblick, also hier definitiv ein Long-Markt. Schauen wir uns noch zwei Commodities an, Öl und Gold. Und da sieht es so aus, dass wir ja im Gold einer absolut schönen Aufwärtssaisonalität sind momentan. Der dieses Jahr ein bisschen früher eingesetzt, beziehungsweise der Aufwärtstrend hat früher eingesetzt. Dementsprechend bleiben wir auch weiter long ausgerichtet. Aber die Unsicherheit der Käufer ist echt zu sehen, finde ich. Ja, also dieser Impuls, der hier stattgefunden hat, nach oben auf die Hund über 2140, 50 Dollar, der scheint den Marktteilnehmern nicht geheuer zu sein. Ja, die ziehen nicht mehr so weit nach oben und eine Korrektur scheint
durchaus wahrscheinlicher zu sein. Also ich glaube, dass wir, die Idee ist halt hier tatsächlich so neue Long-Signale Richtung Mitte Januar zu finden. Also wir haben noch Saisonalität im Gold bis Mitte Februar hinein. Das bedeutet, wir haben noch genug Möglichkeiten, dort Long-Trades zu finden. Wir brauchen dort auch nichts zu überstürzen. Und denke, dass eventuell sogar hier eine größere Korrektur anstehen kann. Wenn man sich so die Struktur des Marktes anschaut, dann weiß man ja auch, dass Gold sehr, sehr gut Meter machen kann, also volatil ist und die Schwankungsbreite schon extrem sein kann. Und wir sind weit weg vom Minimum, ja, wenn man, oder beziehungsweise auch hier von dieser Trendanzeige. Da kann schon noch mal ein guter Rücksetzer kommen und das kann durchaus auch Richtung 2000 Dollar oder drunter gehen. Ja. Und da, ob das natürlich jetzt so schnell geht, in 1, 2 Wochen, muss man abwarten, aber Gold in einer guten Handelssitzung, 40, 50, 60 Dollar, das geht schon. Also das kann hier Gold schon zurücklegen. Und dementsprechend könnte ich jetzt davon ausgehen, dass wir so Richtung, ja, Mitte Januar, dann in 2 Wochen ungefähr, hier so einen Kaufzeitpunkt sehen könnten, wo es sehr, sehr spannend wird. Dann denke ich, wenn er nochmal schön, wenn es nochmal schön korrigiert, dann vielleicht sogar sofort wieder nächstes All-Time-High im Gold. Also das wäre durchaus denkbar. Und umsetzen, ja, sehr, sehr ähnlich auch wie die anderen Märkte. Und zwar genau gleiche Spiel. Ja, es ähnelt sich immer wieder. Und das sieht man dann halt auch hier, wie gut diese Signale dann sind. Man kann natürlich auch mal versuchen, eine größere Korrektur zu handeln, wenn man denkt, es kommt eine größere Korrektur, wie jetzt hier nach so einem großen Anstieg. Und wenn man es davon ausgeht, dass es bis 2000 runtergeht, kann man durchaus auch mal gegen den Trend versuchen, das zu handeln. Im Moment ist die Korrektur noch gar nicht da und das muss man dann entscheiden, wenn das Short-Signal jetzt kommt. Also wenn man aus der Analyseplattform heraus jetzt sieht, dass es tatsächlich gar nicht mehr so großartig stark nach oben geht vom Wochenchart her, ja, dann ist ja eigentlich könnte eine logische Schlussfolgerung sein, dass es jetzt einen größeren Abverkauf gibt von 1, 2 Wochen. Und das sieht man natürlich auch rückblickend immer wieder sehr schön, dass das passiert. Und da kann man sich dann schon überlegen, ob man vielleicht den einen oder anderen Short Trade versucht, zumal das Sentiment gerade auch noch ziemlich bullisch unterwegs ist. Also das heißt, viele sehen den Markt sehr, sehr bullisch und das ist für Abverkäufe immer sehr, sehr schön sehen, ja, wenn man das vorher sieht. Das sieht man auch hier ganz schön, wie das dann, wenn es zu bullisch wird, dass es dann sehr, sehr gute Möglichkeiten sind, auch so Korrekturen zu sehen. Da ist es hier zum Beispiel auch runtergegangen von 2014 bis auf 1938. Ja, durchaus einiges an Metern oder einiges an Punkten, die dort zu verdienen waren, auch in der gegen den Trend. Natürlich kann man natürlich immer mit dem Trend, ist immer einfacher zu handeln, aber ja, manchmal verlässt uns ja doch auch ein bisschen. Gut, nächster Markt ist dann Öl. Last but not least, ja, Öl ist eigentlich so der Markt. Wenn tatsächlich die Saisonalität hier eintrifft, ja, dann ist das ein Markt, der sehr, sehr viel Potenzial haben kann nach oben. Aber man muss hier schon ein bisschen auf dem Teppich bleiben und erstmal abwarten, ob sich das alles auch so entwickelt. Weil wenn man so die Future-Märkte anschaut, die Future-Kontrakte, Zinskurve sich anschaut oder die Terminkurve sich anschaut vielmehr, dann sieht man, dass wir eigentlich an einem sehr, sehr fairen Preis handeln momentan. Und da sieht man auch, dass die Kontrakte in der Zukunft nicht wesentlich, wenn überhaupt, nicht wesentlich teurer sind, ja, wie jetzt der aktuelle Preis. Das heißt, der Gesamtmarkt geht davon aus, dass Öl jetzt nicht wesentlich teurer wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und dementsprechend ist es jetzt schwierig, hier direkt zu sagen, ob das jetzt so kommt oder nicht. Was man aber schon sagen kann, ist im Endeffekt, dass man hier zur Seite läuft. Man hat jetzt hier versucht, einen Aufwärtstrend zu wechseln, ist sofort wieder gebrochen. Und wenn es zur Seite läuft, dann haben wir hier eine sehr, sehr große Schwankungsbreite. Ja, wir befinden uns jetzt bei 71 Dollar in etwa im WTI. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das kann dann durchaus bis 80 Dollar hochgehen und wieder zurückgehen. Es kann auch noch mal eine Etage tiefer gehen, ja, also Richtung 60 Dollar. Alles denkbar. Gerade sind wir so ein bisschen in der Mitte von dieser Range, vielleicht so im unteren Drittel kann man sagen von dieser Range. Das heißt, wenn jetzt Öl tatsächlich hier nochmal ein bisschen
nach unten geht. Also wir sind Kontertrend, das heißt, man würde jetzt versuchen, hier Short-Seite zu suchen, vermutlich auch wenn die Saisonalität ansteigt, aber wir haben immer noch haben diesen Aufwärtstrend, diesen Aufwärtsimpuls einfach nicht bestätigt bekommen letzte Woche. Dementsprechend muss man jetzt wieder denken, okay, geht vielleicht doch nochmal ein Stück tiefer. Der nächste Kaufzeitpunkt liegt auch 2 Wochen entfernt. Das heißt, wir können durchaus nochmal hier einen Abverkauf sehen und deswegen ist hier eher die Short-Seite zu suchen. Zumindest ist das die Idee und dementsprechend wäre hier entgegen der anderen Märkte, haben wir hier direkt letzte Woche ein Short-Signal noch bekommen, wäre jetzt hier die Möglichkeit eigentlich ja, ziemlich zügig nächste Woche, wenn die nächste kleine Korrektur ansteht, versuchen hier in den Abwärtstrend mit aufzuspringen oder dann halt tatsächlich wieder die Aufwärtsbewegung abzuwarten. Also hier wäre jetzt letzte Woche noch ein schönes Short-Signal gekommen, das auch schon sehr, sehr gut im Plus jetzt steht. Und wenn sich das fortsetzt, dann hier eine kleine Korrektur zu erwarten, die dann im Endeffekt wieder abverkauft werden könnte. So. So viel zu den Top 5 Märkten. Ja, das ist so in etwa das neue Format, was jetzt 2024 hier auf dem YouTube-Kanal gespielt wird. Und ich hoffe, es macht ein bisschen Spaß. Es wird sich jetzt natürlich auch einrütteln, die ganze Geschichte. Ja, das ist ja ganz klar. Aber ja, ich hoffe, es hat euch einfach ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet für eure ja, Positionen, die ihr vielleicht plant, Ideen gewinnen, was ihr machen könnt. Und wie gesagt, ihr seht ja links diese Buttons, das war jetzt im Bereich Swing Trading, auch der Indikator, den wir hier benutzen, das ist unsere Eigenentwicklung und das ist eigentlich unser Light-Setup und wenn ihr da Interesse dran habt, gibt es zum Beispiel bei Partnerbrokern von uns, könnt ihr, wenn ihr dort Interesse habt oder wenn ihr sowieso auf der Suche seid nach einem Trading-Konto, dann könnt ihr zum Beispiel diesen Indikator für ein Jahr lang kostenlos bekommen. Kann aber natürlich auch jeder den Indikator sich holen, der Lust und Laune hat, das auf seinem Konto zu nutzen, dann in Kombination mit unseren Marktausblicken oder findet euch selber die besten Einstellungen, ja. Das ist natürlich auch immer möglich und die Informationen gibt es dann. Ihr seht es jetzt unterhalb des Videos, infotrade510.eu ist die Webseite. Dort findet ihr alle Informationen dazu und auch unten im YouTube-Video in der Beschreibung. Und was bleibt mir jetzt noch anderes zu sagen als, ja, vielen Dank fürs Schauen. Lasst gerne Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann wirst du informiert, wenn wir an die nächste Marktanalyse bzw. nächsten Wochenausblick starten und dann natürlich auch mit der Review oder mit dem Rückblick der Trades, die dann aus dieser Marktanalyse entstanden sind, so dass wir auch ein Gefühl dafür bekommen, ja, wie wir arbeiten. Und jetzt wünsche ich dir erstmal gute Handelswoche, ganz viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao.